Ja. Er kommt doch erst mal 21. Na, okay. So. Gut, wollt ihr jetzt zurückgehen? Ja, ich mach hier mal nochmal schnell das Dungeon. Erik, machst du auch fertig Schluss dann gleich? Ja, werde ich wohl mal machen. Ausnahmsweise. Okay. Ich hoffe, da ist keiner böse. Ne, ist ja schon nach 2. Ja. Das stimmt. Ist ja schon Zeit. Achso, wo gehe ich denn hier hin eigentlich? Wir gehen nach Süden. Das ist die falsche Richtung, ne? Ich glaube, wir müssen hier oben lang, ne? Vielleicht finden wir hier noch was. Ich glaube, wir müssen. Ja, aber der Tobi muss sich ja ausziehen. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich hier oben lang. Auch wenn ich jetzt echt gerne noch weiter gucken würde. Okay, Chat ist natürlich sehr erbost, natürlich. Ja, ja, gut, aber das ist aber auch so eine Standardgrundhaltung bei denen gegenüber. Ja, ja, denen, ne? Also, mein immer Chat sauer. Freut sich, endlich ist er weg. Der Chat ist immer sauer. Ich finde, da kann man nach, wie lange hast du am Freitag gestreamt? Das waren nur 17 Stunden. Ja, also nach 17 Stunden kann man dann heute auch direkt mal erbost sein, dass heute ein bisschen früher Schluss ist. Du kannst aber den Freitagsstream nicht auf den heutigen übertragen. Ja, doch, aber trotzdem, ich kann es verstehen, dass man da sauer ist, wenn der heutige Stream dann kürzer ist. Ja, ja, gut, der muss. Streams müssen immer länger werden als die vorherigen Streams. Immer. Ja. Das ist eine Faustregel. Ich habe auch. Streams so lange, wie wir es dir sagen. Habt ihr schon mal 24 Stunden Stream gemacht? Nein. Nee. Aber ich lege auch keinen Wert drauf. Ich finde es als Event. Ne, also ist okay, aber ganz ehrlich. Ich glaube, lustiger wird es am Ende auch nicht. Und die Leute müssen ja auch mal schlafen. Es wird nicht lustig, es wird ruhiger. Es wird, also, weißt du, du wirst halt immer müder. Genau, das meine ich ja. Ja, also ich stream meistens so zwischen, ich sag mal jetzt, gut, die Sonntagsstreams hier sind jetzt ein bisschen länger, aber ich streame immer so zwischen 5 und 6 Stunden und das ist, finde ich, auch schon vollkommen ausreichend. Ja. Also. Jeden Tag? Nee, also so meistens 3-mal die Woche oder 4-mal. Same, ja, ich mache auch 3-mal. Das ist aber auch schon viel. Na, geht aber, oder? Huch. Gut, in letzter Zeit ist immer mal öfter was ausgefallen, aber eigentlich so 3 bis 4-mal die Woche versuche ich das schon immer so durchzuziehen. Bei mir ist es oft so, weil manchmal fehlt mir einfach oft das Spiel. Weißt du, so, wenn du richtig Bock auf ein Spiel hast, weil das ist es jetzt, dann. Mhm. Aber manchmal ist es so ein, wo spiele ich jetzt? Weißt du, was ich meine? Mad Games Tycoon, wo du plötzlich auf die Uhr guckst, ist 11? Schwierig. Ja. Das ist halt auch wie bei YouTube-Folgen, ne? Ich meine, wenn du, guck mal, wie viel Content ist mittlerweile. Oh, da ist der Spawner. Ja. Ja, komm, lass ihn fertig, mal, oder? Ich meine, die Leute kommen halt irgendwann auch nicht mehr hinterher, alle Videos zu gucken, ne? Das ist halt. Ist wirklich so. Und so denke ich mir das halt auch bei Streams. Ja, weil vor allem immer mehr Leute streamen, ne? Und geil. Die Zeit aber gleich bleibt. Jawohl! Jetzt hat er weiß, aber noch was geht. So. Geil, Tobi, dein fetter Hammer. Oh, Alter. Komm mal. Ja, hat er dir aber Schelle gegeben, Bruder. Hat aber richtig weggeprügelt gerade. Richtig lit war das. So. Cool, Spawner auch noch erledigt. Boah, der Kaya verpasst den ganzen Spaß. Jetzt haben wir erst was erlebt, ne? Der wälzt sich jetzt wahrscheinlich sehr unruhig in seinem Bett. So, oh, was Trollhöhle. Oh. Und seine Frau, was sagst du? Oh, Troll. Der Spawner. Ja, aber mittlerweile stimmt, wenn man noch überlegt, dass mittlerweile 30 Minuten Standard sind und früher 15 Minuten waren. Ja, das kam aber, weil die Spiele immer länger wurden, ne? Das ja, ist auch. Krass. Und ich weiß, ob es bei mir der Anspruch war oder auch der Anspruch der Zuschauer immer, aber ich glaube, es ist eigentlich einfach meine eigene Schuld, dass ich Folgen immer länger gemacht habe. Ja. Ja gut, aber bei manchen Games muss es halt auch. Also stell dir mal vor, du würdest jetzt so ein Assassin's Creed 25 Minuten Folgen machen. Ja, ist vorbei. Oder 10 Minuten Folgen wie früher. Also ich mach das jetzt. Nichts anderes mehr. Ich mach das jetzt. Oh, da oben, guck mal! Jawohl, den nehmen wir doch nicht. Oh, nice! Ich meine, ich mache jetzt so halbe Stunde Folgen, aber das ist halt auch aus dem Stream rausgecuttet gewesen. Da geht das so, weißt du? Aber wenn du das halt extra aufnehmen musst, da wirst du ja nie fertig. Ich mache halt sogar Stundenfolgen bei Assassin's Creed. Oh. Und selbst da komme ich noch auf über 100 jetzt. Gut, Valhalla ist aber auch krass. Ja. Vom Content her. Nice. Oh nein! Gegeben, Bruder. So, warte. Habibi richtig gut gemacht. Aua. Mashallah, so, einfach der Hübsche. Direkt Orpies. Das hab ich auch noch nie gehört. Mashallah, einfach der Hübsche. Geil. Zweimal das Kinn, geil. Jawohl, richtig geil. Gelegt. Richtig geil, Tobi. Vorsicht. Oder hat Stern 1, der Typ hier. Das Viech. Oh, der macht aber auch Damage dann. Da muss ich jetzt aber gleich mal los, ne? Vorsicht. Oh, ich muss mal wieder fressen.
Ja, das Ding ist auch so, ein Cyberpunk ist ja auch so ein ewig Spiel. Oh, hier ist noch ein Dungeon, Hier ist Skelett. Hä, aber du musst das... Der kam gerade von nach vorne und da muss ein Dungeon sein. Muss da ein Dungeon sein? Tobi, wie sieht's aus? Schaffst du noch eins? Wo ist der Dungeon? Der ist da vorne, da leuchtet es blau. Guck mal, da vorne, da ist noch ein Skelett. Das war aber weit draußen, das Skelett. Also, ach so. Warte. Ja, warte, hier ist das Skelett, warte. Das haben wir dann gleich. Mashallah, Tobi und so, kennst du? Ja, klar. Mashallah, einfach der Hübsche. Das kenn ich gar nicht. Nee, echt, das ist so ein Meme von so einer Dame. Die sagt eigentlich, wenn du mich siehst, nenn mich Mashallah, einfach die Hübsche. Oh, okay, alles klar. Kenn ich gar nicht. So, ich glaube, wir kriegen gleich Besuch. Ja. Oh, nein, warte mal, ich mach erstmal wieder Feuerchen, wa? Das ist jetzt der Dungeon, wo wir jetzt alle sterben werden. Ja, hoffentlich nicht. Der hat ja nur zwei Türen. Was ist denn hier los? Voll die Billo-Dungeons. So, oh, Tobi, da ist die Hübsche. Danke. Tobi, die Hübsche. Was mit? Da humpelt der rum, macht nix, okay. Am schlimmsten finde ich die Geister. Hier geht's noch rein. Was sind diese Dinger da an der Wand? Kann man die abbauen? Nee, leider nicht. Oh, warte mal, hier geht's noch runter. Und noch eine Tür. Okay, der lohnt sich doch. Oh. Was machen wir? Zuerst die Tür, runter? Zuerst runter. Unten ist Sackgasse. Alles klar. Darkfire, danke schön. Darkfire, geil. Darkfire! So. Darkfire, der Hübsche. Okay. Yes. Hier ist aber nix. Mashallah, Darkfire. Was ist hier? Oh, Vorsicht. Geht schon, Erik, rein da mit dir. Das sehe ich dich doch. Ich schieb den Tobi rein. Ja, danke. Schieb den Tobi rein. Das sind noch zwei, okay. Auf geht's. What the fuck ist aus? Ich komm immer so scheiße vor, wenn wir hier rumlaufen. Oh, geil, Münzen. Wenn wir rumlaufen und einfach alle verprügeln. Zu dritt. Ja. Wobei ich sagen muss, dass hier in den Dungeons fände ich eine Ego-Mode, also Ego-Perspektive, fast schon geil, muss ich sagen. Gibt eine Mod dafür. Ah, okay. So, nächste Tür. Oh. Hätte ich mal mehr blocken sollen, Idiot. Naja. Und kommt sie gut voran? Ja. Easy. Oh, Alter, was ist denn hier? Oh. So. Oh, da hinter dir ist Achtung, oh, da ist der auch noch. Alter, wie mies. So. Hä, warum treffe ich den nicht? Oder warum mache ich den nicht? Ich treffe den auch nicht. Der hat einen Stern, Ach so. Das heißt, der macht auch Damage und die Dinger sind echt fies. Ist nicht unrecht. So. F6 müsste für. Oh. Ich habe Angst, das zu drücken. F6 müsste First Person sein. Nein, ist Bullshit. Gibt kein First Person. Was passiert, wenn ich die Taste drücke? Keine Ahnung. Schließt dann das Spiel oder wie? Instant Death wahrscheinlich. Ja, irgend sowas. Ne? So. Wie viele Türen es hier gibt? Ja. Hä? Okay, das ist ein verzweigter Dungeon. Übrigens, auf Twitch ist die maximale Streamlänge auf 48 Stunden begrenzt. Nach meinem Wissen von Regulare mit Rekordversuchen bei 48 plus muss ein Arzt anwesend sein. Schreibt Drighty gerade. Was? Ich weiß. Wir müssen Gronkh TV immer wieder neu starten nach 48 Stunden. Oh. Ja gut, ist aber auch richtig so, glaube ich. Das ist schon besser. Also ich will ungern sehen, wie jemand da 48 Stunden im Stream hängt und da vielleicht noch stirbt oder so. Das muss nicht sein. Überschöpfung, ne? Gab's doch einen bei Diablo 3, glaube ich, ein Koreaner war das, glaube ich, der hat zu lange gestreamt, also zu lange gespielt und ist dann irgendwie auch gestorben vor dem Spiel. Oh wow. Ich meine. Was denn? Nee, da ist auch gemacht gerade. Warte, ich erstmal kurz. Okay, sorry. Die kommen sich auch verarscht vor jetzt. Sorry. Ja, ich treff die gar nicht. Sind Schlafstreams eigentlich erlaubt? Auf Twitch? Soweit ich weiß nicht. Ich glaube, es gibt einen Trick, mit dem darfst du das machen, so eine Grauzone irgendwie, wenn du keine Kategorie angibst oder so. Ich weiß nicht genau. Also eigentlich nicht. Macht das Sinn? Ich weiß nicht. Weil ich weiß, dass es Leute machen, aber ich dachte auch immer, dass es nicht erlaubt ist. Das Lustige ist, ich wurde halt früher ausgedacht, weil ich mir mal die schönsten Bahnstrecken Deutschlands angeguckt habe, weißt du? Das war geil. Und heute gibt es Leute, die gucken sich Streamer an, wie sie schlafen. So, weißt du? Ja. Also die schönsten Bahnstrecken Deutschlands oder generell so Bahnstrecken, super nice. Ich habe das immer voll gefeiert.
Gab doch letztens einen Schlafstreamer, der 16.000 gemacht hat, weil man ihn beim Schlafen per Sounds stören konnte. Ja, das gibt's auf YouTube oft. Okay. Das gibt's auf YouTube oft, das hab ich gesehen. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gesund, glaube ich. Ja, es gibt so einen Streamer, der ist eigentlich ziemlich witzig, habe ich ein paar Videos gesehen. Der war so ein Livestream auf YouTube, glaube ich, und der alles mit Text-to-Speech hat. Und das ist ein bisschen unangenehm, aber ist halt schon unterhaltsam. Und dann sitzt er halt irgendwo in der Bücherei und dann blast halt super laute Musik und es ist ihm super unangenehm immer. Aber klar, er provoziert halt nebenbei. Er provoziert, nicht mehr, ja. Und ich muss aber zugeben, es ist lustig, aber es ist schon ein bisschen scheiße gegenüber den Leuten in der Bücherei. Hunde, ganz sicher. Ja, ja. Also halt schon unterhaltsam. Aber und dasselbe gibt es im Schlafengehen. So, das Ding ist auch immer. Ja. Geil. Blaubeeren. Hey, Tobi, ich glaube, Tobi will nach Hause. Ja, ich wollte die für euch lassen. Ich hab genug. Ich hab 10. Ich hab 10 Stück. Tobi, du Charmeur. Das sind ja ganz neue Töne. Erik fürs Team. Das ist nicht mehr Tobi. Fürs Team nimmst du mit und teilst sie zu Hause. So wie ich es tue, tu. Real Leprechaun, dankeschön für 2 Monate Tier 3. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Heute gucken Leute andere beim Essen zu. Ja, das stimmt. Das gibt's ja auch. Das kommt ja auch. Kommt das nicht aus Korea oder sowas? Mukbang, ja. Oh. Aber aus Korea. Was denn? Schau mal nach rechts. Schau mal hierher. Oh, Alter. Tobi, es tut mir leid. Tobi. Du wirst nie nach Hause kommen. Ich kann ja schon weiter zurücklaufen und mich einfach rausloggen, alles gut. Ihr könnt ruhig noch weiterspielen, nein, ne? Nein, ich schaff mir das nicht, Tobi. Tobi, wir brauchen dich. Aber ich muss auf dich angewiesen. Muss langsam echt, ne? Alter, was ist denn hier los? Ich sehe auch gerade meine Waffe so fast am Arsch. Was ist denn? Voll der Krieg? Ja, hier ist krass, ja, stimmt. Ich habe auch kein Inventar eigentlich mehr, ne? Okay, das geht aber schnell. Das ist keine Dungeon. Die sind ja alle nicht groß. Ja, zum Glück. Ja. So, warte. Tobi, mach doch einmal einen Schlafstream jetzt. Ja, Tobi. Mach ich doch schon die ganze Zeit. Achso, okay. Keine Kategorie und fertig. Okay. Aber warum darf man einen Schlafstream machen, wenn man keine Kategorie auswählt? Das verstehe ich nicht. Auch nicht. Weil du schlafst ja trotzdem, bis ändert ja nichts an dem. Oh, hier sind vier Skelette drin, glaube ich. Oh, okay, dann raus. Oh, das ist ein Geist, die hasse ich am meisten. Krieg mal hin. Die sind super stark. Der ist gleich down. Ja, ja. Ja, super nice. Ja. Oh, das war egal. Ey. Alter Schwede. Das war schön. Oh. Warte mal. Da ist noch eins. Das hat dir gerade in den Arsch geschossen. Während du in der Kiste warst. Ich dachte mir gerade, du kneifst mich da rein. Aber ja, das wollte ich auch gerade. War verlockend, ja, aber gesehen, Skelett war schneller. Ja. Okay. Da gibt's noch Türen hier. Ja, warte. Immer erstmal alles ohne Türen abgehen. Geht, glaube ich, schneller. Also dann hast du, verlierst du nicht so viel. Ich habe irgendwie gerade die Orientierung so nicht drin. Ja, genau. Okay. Ich hätte gerne einen Laystream von Tobi. Ne, steht bei mir im Chat. Tobi wartet einfach. Ja, es bringt nichts, wenn wir zu dritt in dem Gang da rumballern, so, weißt du, das ist das Problem. Ah, komm, da geht doch schon. Schau mal hier, wie groß es ist. Ja, hier schon. Warum ist das hier so groß jetzt auf einmal? Achso, wo seid ihr auf einmal? Ich bin einfach nach links abgebogen. Achso, das ist so ein, ja, normaler Raum. Ah, okay. Einfach Dungeon-Raum. Eigentlich ein Vierer-Verbindungsraum, aber alle vier Verbindungen sind weg. Cool. Nice. Ja, Mukbang, ist das was für euch oder findet ihr das auch noch komisch? Was ist das? Ich esse eh schon, das ist das Essen im Stream, aber ich esse eh schon so ungern im Stream. Ja, nee. Ich bin so, weiß ich nicht. Also so zwischendrin mal eine Pizza oder so snacken, ein kleines Stück oder so, ja, aber jetzt mich extra hier hinsetzen und eine Pizza schlürfen, das, nee. Oh, oh. Ja. Putzi, Vorsicht. Oh. Oh, ich muss zurück, ich bin fast tot. Ja, ja. Ein Problem, alle weg. Passiert. Aber. Manchmal muss man auch was essen, auf jeden Fall sogar. Auf jeden Fall. Ja, gerade wenn du. Ich mache immer Chicken Chips, damit ich mit einem Haps im Mund habe, damit ich jetzt irgendwie nicht großartig was vorkaue. Ja, wenn du 12 Stunden streamst, dann ist das schon. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, hallo, da. Ey, 12 Stunden essen dazwischen Leute Mittagessen und Abendessen, das ist schon okay, dass man ein bisschen was isst zumindest, ne?
Oh, hey. Oh ja, da ist auch noch einer. Oh, meine Keule ist kaputt. Shit. Warte mal. Kann man eigentlich hier eine Werkbank bauen? Nee, er muss, glaube ich, überdacht. Ach nee, ist ja dann überdacht, ne? Ja, deswegen war meine Frage. Oh, glaub, Vorsicht, Putzi, Vorsicht, Putzi, Vorsicht, Putzi. Oh, oh, oh. Zurück, 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 zurück. Das geht nicht. Hör zu. Was waren da? 4 Skelette oder so. Okay, mein. Ja, komm, dann go, oder? Hä? Ich glaube, der Erik kann nicht zuhauen, ne? Ich habe zugemacht. Okay. Ich kann nicht helfen, aber das klappt wenigstens. Nice. Ich könnte mit der Axt vielleicht ein bisschen mit reinbrezeln, aber das war's auch. Von links kommt auch noch einer, Vorsicht. Das sind ein Skelett. Ja, ja, egal. Was macht ihr denn? Brezelt ihr mit rein? Okay. Ich hab nur viel HP. Die Axt bringt mir kaum was. Ist down, ist down, ist down. Ich mach Billo die ganze Zeit alle mit der Axt. So, echt? Ja. Ist das die Billo-Axt? Ja, ich hab diese Feuerstein-Axt, Aber die ist jetzt kaputt, deswegen muss ich jetzt die andere nehmen. Ja, okay, das ist auch nix. Okay, dann kommen wir. Nö, hier ist auch Sackgasse. Oh, da oben, hier ist was, hier geht's weiter. Hä? Hier was? Rum. Hab ich das übersehen? Oh. Egal. Erik, was ist da los? Ich hab keine Ahnung. Ist ja schon spät. Du hast eigentlich noch deinen Streaming-Raum oder sowas, dein Zimmer? Ja, gut. Also, wir sind mittlerweile umgezogen. Ich bin jetzt unterm Dach, nicht mehr im Keller, aber ja, doch, doch. Also, einen eigenen Raum habe ich immer noch. Denselben? Was ich kenne den aus dem Video. Nee, du meinst diesen Kellerraum, ne? Nee, nee. Genau. Ah, okay. Schau. Da ist ein Geist drin. Achtung. So. Okay. Und ich fand den ziemlich geil eigentlich. Ja, nee, leider nicht mehr. Aber das Zimmer hier ist fast genau das gleiche eigentlich. Ah, okay. Hä? Es geht noch weiter nach oben. Aber das sagt halt auch. Schade. Ich hätte es auch gerne gesehen. Schade. Ich wünsche, die ganzen werden größer. Was denn? Hier rein. Hier ist der Geist? Ist ein Geist, ja. Glaube ich, ne? Ja. Ich lass ihn mal rauskommen. Okay. Er will nicht. Der kommt nicht raus. Hey, Geist! Kommen Sie raus, Herr Geist? Nachricht von Sam. Geht schon mal drauf, Erik. Zeig ihm mal. Jetzt kommt er raus. Jawohl. Boah, aua. Ja, die sind krass. Der ist aber gleich tot. Wow. Die droppen aber auch nichts, ne? Irgendwie nicht. Ja. Aber die haben auch nichts. So ein Geist ist auch arme Sau. Oh, nice. Das ist auch nichts. Was soll er denn verlieren? Oh, Kerne. Oh. Geil. Kerne ist nice. Kerne Skelettüberreste nehme ich auch mit. Genau. Ja, kann man brauchen. Prima. Ja. Durch. Prima, durch. Prima. Danke. Ja. Das war sehr schön. Oh nein, der tut mir auch wieder Türen, wa? Nein. Ich mache die Türen von meiner Nase zu, Erik. Der ärgert mich immer. Nicht. So. Jetzt aber schnell nach Hause. Warte mal. Was denn? Habe ich gerade noch ein Skelett gehört? Ich habe auch so ein Krrrr gehört, aber. Das war noch ein Skelett, ne? Hä? Ist echt so? Vielleicht ist es draußen. Wir haben doch alle. Nee, draußen hörst du nichts. Wir haben alle Türen gemacht, Erik. Da ist doch nichts. Ich bin ziemlich sicher, dass ich das gehört habe. Nein, egal. Ich meine, vielleicht. Ich will jetzt den Tobi nicht vom Ausloggen und so, ne? Okay. Ich meine, Scheiß drauf. Ein Enderman kommt gleich ums Eck. So. Geil, danke. Ich bin so erzogen, es tut mir leid. Wie erzogen? Haben deine Eltern immer die Tür ins Gesicht geschlagen? Nein, ich mache immer die Tür zu. Ach so. Gut, dann mal. Mein Knüppel einschlagen und dann ist das Ding am Arsch, glaube ich. Ja, same. Also ich bin auch komplett voll. Komm, warte mal, ich mach hier Dingens, wir rennen aber jetzt durch. Komm mal her, mach mal dieses F-Ding da. Aber es macht halt echt Spaß. Also am Ende ist es einfach nur so ein Reden und... Oh. Ah, okay. Hab ich ganz vergessen drauf. Da drüben ist wieder so ein komischer Brute, aber scheiß auf den. Ich hab auch keine Pfeile mehr, ich hab gar nichts mehr. Krass. Ja, wir waren ja auch lang unterwegs gerade. Ja, das stimmt. Geil. Also war schon sehr nice. Aber stört's euch, wenn Leute im Stream essen? Weil ich habe gerade im Chat gelesen, so ein paar haben gesagt, ja, stört mich schon. Aber wenn also das andere machen? Oh mein Gott. Das kommt drauf an, wie Leute essen. Wenn Leute jetzt essen und dann so... Ja, Mikrofon klar. Die ganze Zeit, das magst du nicht. Ja. Das muss ich auch nicht haben. Und ich weiß, bei diesen Mukbang-Streams, ne, in Korea ist es ja... Da geht's ja darum. Da geht's genau, ja darum. Da muss möglichst viel geschmatzt werden und man muss das hören, dass die Leute essen. Ja. So. Da geht's darum. Der will auch ein Falsch, ne? Ja. Ne, nach Morden, oder? Ja, ich glaube, wir kommen dann nicht rum, ne? Wegen Wasser. Ja, das stimmt. Ich dachte gerade, wir sind woanders. Okay.
Oh, okay. Antonius. Eine Krähe. Oh, Junge, ist der Wald hier dicht. Ich hab schon einen Bagger drin. Der Wald ist dicht, irgendwie sagst du. Kaum Schmatzgeräusch, das Beste, wo gibt. Ja, nein. Ja, es gibt halt Leute, die gucken auch ASMR, ne, die das dann beruhigt oder so, ne? Ich kann damit gar nichts anfangen, also. Ich auch, ne? Überhaupt nicht. Aber wenn es Leute beruhigt, bitte. Ich find's auch eher unangenehm, aber. Ja, ja. Allgemein Essgeräusche, da bin ich echt super empfindlich. Wir machen auch hier immer Musik zum Essen an. Also ein bisschen, wir haben eh immer Musik laufen, aber dann halt, wenn wir essen, ach so, haben wir. Oder machen wir eh privat, oder so. Genau. Ach ja. So. Ja, weil das so komisch ist, wenn es ruhig ist und wir sitzen beide da und dann. Wir schauen oft irgendwas da nebenbei an. Aber ja, Fernsehen, genau. Wir haben auch immer Fernsehen laufen einfach. Genau. Aber eigentlich sollte man sich doch aufs Essen auch konzentrieren, finde ich. Ne? Weil was soll man so. Man nimmt das so peripher wahr, weil das Fernsehen irgendwie da hat. Weißt du, irgendwie. Also, ja, wir machen das ja auch, aber. Aber ja. Ich gucke immer Pornos beim Essen. Das sind aber auch Schmatzgeräusche. Gut, aber das ist was anderes, Erik. Ach so, ja, gut, okay. Andere. Silvan. Ja, aber andere, ne? So, einmal hier rum. Man kann ja was essen, einfach eine kurze Pause dafür machen. Ich pausiere meine Streams so ungern. Ich gehe auch ungern aufs Klo, wenn ich streame. Ja, ja, weil das Ding ist, beim Stream pausieren hast du halt das, dieses Ding, du hast diese Ruhe nicht, weil du weißt, das Stream läuft ja gerade. Also ich habe die nicht, weil ich weiß, genau. Weiter. So. Genau, ist bei mir genauso. Und ich will Leute unterhalten. Ich will nicht, dass die hier sitzen und auf mich warten müssen. Genau, weil die Leute nehmen sich dann vielleicht, nein, frei nicht, aber vielleicht Zeit. Genau. Und dann warten die und dann sitzt du einfach da und ich esse jetzt. Ich meine. Ja, genau. Das kann ich. Ich kann das nicht. Nee, also zum Essen oder so, jetzt würde ich das auch nicht pausieren, so, aber zum Pinkeln oder wenn ich den Hund kurz rauslassen muss, ja, gut, da. Das musst du ja. Eben. Aber Essen ist eine Sache, die man einfach nie mehr macht. Ist auch eh besser. Ja, alles klar, Chat, danke. Also ich denke mir halt, also bei mir ist es immer so, wenn ich halt Pause mache, denke ich mir, okay, dann können die Leute vielleicht auch kurz Pause machen und sich was zu trinken holen oder so, weißt du? Ja, das aber auch. Aber ich denke mir, ich kenne das, dass, ich glaube, Pan ist es ja auch immer so, dass wir machen kurz Pause oder bei Erik ja auch manchmal, ne? Aber ich denke mir immer, die Leute machen hier eh Pause, weißt du, sie brauchen mich nicht. Also denke ich mir immer, weißt du, wenn die Leute das kommen, müssen, gehen die ja, weißt du, so, das weiß nicht, ob ich da falsch bin, aber. Also ich mache dann auf jeden Fall immer so ganz kurz hier als Kollektiv pinkeln und dann stelle ich mir einfach vor, wie ganz Deutschland geht in dieser Minute pinkeln und zieht die Wasserleitung leer. Ich wollte gerade sagen, man sieht, wie der Wasserverbrauch in die Höhe schießt. Genau so. So, gleich sind wir zu Hause, dann kann Tobi endlich ausloggen. 5 Minuten Pinkelpause, kriegt dann Haar nach, aber so 20 Minuten weg und erstmal die Nieren. Ja, ist. Ja. Es gibt auch Leute, die machen das einfach. Ja, Funk macht das doch manchmal, ne? Ja, weiß ich. Ja, der hat ja doch bei Ringfit, ist ja, ich meine, verstehe ich, aber. Ist wieder umziehen, duschen und so, ne? Geht ja mal duschen und umziehen und sowas. Also das kann ich auch nicht, weil ich diese Ruhe nicht habe. Und ja, die hätte ich auch nicht. Also ich verstehe, dass das muss nach Ringfit dann erstmal duschen. Man hat es ja gesehen. Aber ich hätte die Ruhe, glaube ich, auch nicht. Ja. Das ist so, ich wäre immer so mit dem. Ich hätte immer diesen Druck im Nacken, ich muss mich beeilen. So wie freitags, wenn es 18 Uhr wird langsam und ich sehe, oh Mann, ich muss jetzt noch duschen und essen. Wie schaffe ich das jetzt noch? Dann, So, Tobi, da sind wir. Ja, geil. Trotzdem besser als im ersten, da finde ich nicht. Aber schön war's. Schön. Das war ein sehr schöner... Schönes Abenteuer nochmal. Sehr schönes Abenteuer. Finde ich auch. Hattest du schon mal das Gefühl, keine Pause machen zu dürfen, weil du sonst Zuschauer verlieren würdest? Ich bin ganz ehrlich, wenn ich pinkeln muss, gehe ich pinkeln. Ja, wenn ich was zu trinken hole, gehe ich was trinken. Also wenn dann Zuschauer deswegen ausschalten, da kannst du halt nichts machen. Ganz ehrlich. Ich fände es schade, aber... Ich habe das, bei mir habe ich das auch immer, wenn jetzt du noch oder die Pan oder so streamen und dann machst du halt kurz Pause, dann hast du danach halt auch 300-400 Zuschauer weniger, aber ganz ehrlich, das ist mir dann auch egal. Dann ist ja keiner mehr da. Also. Gute ist bei uns, es bleibt in der Familie. Ja, eben, ja. Das ja, wie gesagt, auch. Ist mir auch das immer. Das finde ich auch, ja. Ja. Und der Kaya muss die Trollhaut einfach bei euch abholen, das nenne ich Luxus. Nee, den schicken wir los, der muss selber seinen holen. Ja, wir haben die ganzen Trollhöhlen ja für ihn gefunden. Die jetzt leer sind. Ich hab nur 11 Trollhaut leider. Ich hab 20 hier und ich hab hier noch 7. Also ich hätte 27. Warte mal, ich schmeiß grad mal hin, ich hab noch 2 hier. Oh, warte mal. Okay, hier. Dann haben wir 29. Okay, ja. Wo hau ich denn da rein?
sich mal hier. Achso, soll ich dir Trauerhaut geben, Putzi? Ganz rechte Kiste. Ja, gut, dann gebe ich in die ganz rechte Kiste einfach rein. Dankeschön. 40! Hey, wir haben 40 Trollhaut, das ist doch eigentlich ganz gut. Das reicht schon fast für zwei Sets. Ja. Na, das ist nicht so viel. Trolle respawn noch 30 Tage. Okay, das ist echt lang. 30 Tage? 30 Tage ist echt lang. Wow. Schon eine Zeit. Well, sorry. So lange spielen viele Leute, das spielt wahrscheinlich gar nicht. Da sind die Köppe. So, ich lock mich schon mal aus, ne? Jo, alles klar, Tobi. Es war eine Freude. Warte. Ausloggen einfach immer, nur, ne? Es war immer schön. Es war immer schön, Tobi. Wie immer eine große Freude. Er ist ja schon weg. Ja, ich bin ja nur hier. Wow. Ich bin ja nur hier. Er ist aber schon weg. Er ist schon weg. Ja. Tschüss.